Der, oha! Wow. Oh. Habt ihr das jetzt mit Absicht so extrem süß jetzt gemacht? Ich glaube, ich habe schon mal Zylusch gegessen, wobei das mich sehr an Libanesisch erinnert hat. Ich glaube, von den Gewürzen her wird es sehr anders sein zu dem, was man jetzt in der deutschen Küche verwendet. Arabische Wort, nee. Baklava. Das ist türkisch. Lahmacun. Sahtin. Mit. Sahtin. Ahwa Arabiye. Ich rieche krassen Kardamom. Yes. Cheers. Cheers. Stößchen. Wow. Ich puste mal erst. Oh, mal das ist bisschen, aber eine interessante Note wieder. Oh, ich hasse Kaffee. Das ist lecker. Was ist das? Weil es echt lecker. Mm. Also hands down. Trink jetzt, ich möchte was essen. Muhammara. Muhammara? Muhammara. Mit dem Hm am Anfang? Mambara. Wir nennen das in Spandauer Lappen, der arabische Lappen. Das sieht ja irre aus. Oh, lecker. Gibt's es kein Besteck? Wir kriegen kein Besteck. Ach, wir machen es mit den. Ah, jetzt geht's. Oh, kein ich Besteck. Idiot, meine Lieblingsbeschäftigung. Wow. Geil. Konzentriert. Also, okay. Aber ich will das jeden Tag auf meinem Brot haben. Mhm. Ganz anders, habe ich noch nie gekostet, sowas. Das schmeckt süßer als erwartet. Granatapfel? Wirklich? Aber vielleicht schmeckt es mir dann doch. Warte, jetzt wollte ich das. Ach, das ist fest. Oh, krass. Das ist mega lecker. Okay. Fool. Ist das Fool? King. Ich habe das schon mal gegessen. Aber isst man das so, wie wir das jetzt gegessen haben? So? So? Ja. So wie so ein. Ja, genau. Dann hast du eigentlich quasi den Bohnen und den. So? Ja, sehr gut. Ihr esst das auch so, ja, ohne Löffel. Aber es wäre auch praktischer mit Löffel. Oh, das finde ich geil. Oh, geil, Knoblauch. Oh. Das ist sau. Okay, das ist wirklich gut. Die Würze ist es bestimmt nichts, was man morgens isst. Weil danach riecht man bestimmt erstmal ganz gut. Ich kann ja kein Nazi sein, weil ich habe ja schon mal Fuhl gegessen. Ey, das ist so lecker, kann ich das Rezept davon haben? Ja, du hast sowas im Bad. Ach no, shit. Das ist halt nicht einfach brainless, ne, und dann noch Zeitung nebenbei lesen. Man ist hier gefordert. Hummus. Ist es Hummus? Ja, Jackpot. Ich gehe mal davon aus, dass es Hummus ist. Das schmeckt auf jeden Fall besser als dieser Aldi-Hummus. Das ist geil. Wow. Kennt man. Ja. Kennt man. Hummus. Hummus. Ja? Geil. Würde ich auch jedem deutschen Essen vorziehen. Lustigerweise. Hummus. Also for real jetzt mal. Also wirklich. Kibbe. Eine Kippe? Das ist Falafel, oder? Ah, oh, nice. Schon wieder kein Besteck. Frikadelle. Noch das sowas hatte ich mich gefreut. Sehr schön präpariert. Sehr schön angerichtet. Ja, sehr schön. Aber wieder 10. Kein Besteck. Oh. Endlich Bratwurst. Oh Lord, da ist was drin! Ein Ei! Da ist ein Ei drin! Krass, okay. Was ist denn hier los, Alter? Boah, Hammer. Die ganze Zeit hat man einfach das Gefühl, man macht alles falsch. Tabule. Bekommen wir Besteck? Das ist Bulgur, also so wie Couscous wahrscheinlich. Tabouli. Geschroteter Petersilien-Mix-Kram. So, es ist auf jeden Fall Tabouli drauf. Das erkenne ich aus 1.000.000 Meter. Oh Gott, ey. Hab ich schon erwähnt, dass ich eigentlich auf Diät bin? Moment, mach mit. Es ist schon sau, also wirklich sehr gut. Es ist extrem gut. Shishbarak. Königsberger Klopse, lecker. Sieht ein bisschen aus wie Ravioli, ne? Syrische Wantan. Sieht ein bisschen aus wie Tortellini. Warte. Sollen wir jetzt piep, piep, piep sagen? Ja. Piep, piep, piep. Wir müssen uns an der Hand nehmen. Nee, oh, Hack. Das riecht nach Lamm. Lamm. Lamm ist es. Lamm? Die nahöstliche Küche lebt quasi von Lamm. Ich bin so gespannt, ob da Gurke drin ist, weil es erinnert mich so krass an polnische Gurkensuppe. Mhm. Shishbarak. Shishbarak, das habe ich schon mal gehört sogar. Shishbarak Obama. Also der beste Tortellini meines Lebens. Gib mir doch irgendwas, was mal nicht schmeckt. Sieht eklig aus. Also es ja gut. Sieht so ein bisschen, also ein bisschen unästhetisch sieht es aus. Das ist übel lecker. Das ist halt wirklich vergleichbar eigentlich mit ganz normalen Maultaschen, wie man sie in Deutschland auch kennt. Und mit, nur halt mit einer Joghurtsoße, könnte man sagen. Kebab Hindi. Oh, Dankeschön. Ey, ist das wieder Köfte? Das sieht vertraut aus. Das sieht aus wie Buletten in Tomatensauce mit Reis. Das schmeckt nach Weihnachtsgans. Kebab Hindi. Kebab Hindi. Die typische Abfolge. Boah. Also, wow. Was für ein Fleisch, ja. Mmh.
glaube, das ist die Stelle, wo ich mit dem Kommentieren einfach aufhöre und einfach nur noch esse. Handwerklich eine 10. Mich erinnert das an Kebab. Mich erinnert das an Eintopf. Ohne Fleisch. Was war das? Mnuchie. Oh, geil! Also ich sage jetzt mal blind, ohne zu riechen, Spinat. Das ist Spinat. Das ist Reis, Spinat und Fleisch. Das ist kein, es ist Grünkohl. Nee. Weißt du schon, was es ist? Ich glaube, also es ist Reis. Warum ist das schleimig? Ich mag kein Spinat. Ja, ich hab da so viel. Musst du durch. Syrer müssen auch durch, los. Schleim. Schleim. Ich mag's gar nicht. Du hast recht, es schmeckt wirklich total gut übrigens. Also ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Es schmeckt auf jeden Fall viel besser, als es aussieht. Nuchie. Ist es kein Spinat? Was? Langkapselige Jute. Das ist mein neues Pantomime-Wort. Ich muss mich als Deutscher da noch ein bisschen dran gewöhnen, weil Brot ist ja schon trocken. Ihr müsst euch an alles gewöhnen immer. Was ist mit Brot? Ja, das braucht Zeit. Wir brauchen halt immer ein bisschen für alles. Atayev. Oh! Wie teilen? Wie teilen. Oh, riechst du das? Ja, Mann. Riecht nach Diabetes. Ja, Mann. Weihnachten. Boah, richtig Weihnachtsmarkt-Feeling. Übertrieben. Ich glaube, ich habe gerade 3 Kilo zugenommen. Also das hier schmeckt echt gut. Atayev. Atayev. Aus meiner Sicht würde ich sagen, sehr weihnachtlich durch diese Zimtnote. Oh, also es sagt gerade noch mal so ein bisschen nach. Boah, was alles drin ist. So. Aber mit dir am Tisch zu sitzen. Ebenfalls. Also ich kann jedem nur empfehlen, immer offen für Geschmäcker zu sein, nicht so nach dem Schema, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Wir haben ja immer viel Vergleich, weil wir vieles einfach nicht wussten, was das ist. Und dann haben wir Vergleiche gezogen zu unserem Ding. Ja. Und aber haben dann gemerkt, dass wir vieles kennen. Einfach nur so die Zusammenführung ist neu von den Zutaten. Dann spreche ich mich nochmal gegen eine kulinarische Obergrenze aus, die man sagt von wegen, okay, wir haben jetzt Döner, wir haben Pizza und wir haben Sushi und mehr vertragen wir nicht. Es war auf jeden Fall sehr, sehr lecker und gerne mehr davon. An alle da draußen,